auf Lager und Autohacker auch noch. Schöne Sache. Jetzt geben wir uns das Spritzlein. Jetzt müssen wir halt immer ein bisschen sparsamer mit dem Zeug umgehen hier, Menschenskinder. Ne, ionischer Schrot, Explosivschrot. Ach Mensch, ist das doof. Dann machen wir halt den rein. Ja, das haben wir schon gelootet hier, ne? Da war ich auch drin. Jetzt muss ich nur noch in den Raum, in den der Big Daddy O gerade reingelatscht ist. Kiste, Batterie, schöne Sache. Hier ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Merlot will ich nicht. Wo kommt die alle her? Komm, komm, kämpf mit dem Big Daddy, da muss ich es nicht tun. Komm. Okay. Der hat's hier einfach mal... Oh, nicht auf mich losgehen. Nervensäge. Da kommen noch mehr, ich höre sie. Komm, lass mich in Ruhe, ich mach dir nichts. Ich will ihnen nichts tun, Herr. Ich will nur an ihnen vorbei. Der hat ihr einfach einen Backpfeife gegeben. Sie will auf ihn losgehen und er einfach so, geh weg. Bam, Backpfeife. So, schöne Sache. Hier können wir nichts mehr ändern. Da habe ich auch fast nichts auf Lager. Was haben wir hier? You invent. Hier kann ich schon wieder Objekte herstellen, Objekte kaufen. Ja, gib her, komm. Einkaufen, egal jetzt. Eve-Spritzen rein. Eve-Link 2. Neues Tonikum, Eve-Link 2. Steigern Sie das Eve mit jedem Verbandskasten, indem Sie das neue Eve-Link 2 benutzen. Das gucken wir uns doch gerade mal an. Wo war das? Moment. Ja doch, da drüben war das. Hier ist sie doch, ich Depp. Mensch, ich war doch gerade da. Heieiei. Entschuldigung, Leute, ich bin wieder ein bisschen... So, Verbandskästen verleihen auch Eve. Verbandskästen verleiht auch eine Menge Eve. Steigern Sie das? Ja genau, wir können das steigern. Das, jetzt bekommen wir mehr Eve zurück. Nice. Sollen wir es mal testen? Ja, das sieht nicht schlecht aus. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Hier war ich schon. Den Turm habe ich gehackt. Ja, jetzt gehen wir weiter geradeaus und dann vorne noch in das Räumchen, wo wir noch nicht drin waren. Hier noch irgendwo so eine dämliche Kamera. Hör auf, mich zu stressen, ey. So, du gehörst mir. Ups. Ja, professionell gespielt. Schaut am besten weg. So, komm. Ja, die Gegner hier sind schon ein bisschen heavy gerade. Ich weiß nicht, warum die so viel aushalten müssen, die Säcke. So, Bandage, her damit. Was ist hier jetzt? Hier will ich nicht hin. Komm, du bleibst jetzt bei mir. Du bist jetzt mein persönlicher Wachmann. Waren wir hier? Hier war ich auch schon. Hier wollte ich doch hin, oder? Ja, genau, da vorne wollte ich hin. Hallo, du sollst... Geh mal auf die Seite, Digga. So, weg mit dir. Ja, Junge, die sind ja richtig stressig, die Guten. So, safe. Autohacken, mir egal. Machen wir auf mit dem Autohacker. Schöne Sache, panzerbrechende Munition ist voll. Aber welche? Ist das egal, welche? Oder ist das die? Ich weiß es gar nicht. So, Antipersonen, die laden wir jetzt mal mit Antipersonen-Munition. Hier haben wir auf jeden Fall nichts drin. Ja, dann behalten wir, glaube ich, mal die Antipersonen-Munition drinne. Mülleimer. Hier gibt es noch Gummi, das ist schön. Ach, das ist... Ah ja, deswegen war ich hier nicht drin. Ah ja, guck. Oh, oh. Ja, hallo. Was macht ihr hier? Schönes. Abhängen, oder wie? Ja, nice Sache. Kann man da überhaupt hochspringen? Nee, kann man nicht, oder wie? Dann gehen wir halt noch zum anderen Raum. Oder? Oder ist hier nichts? Geht's hier noch irgendwo rein? Ich sollte gucken, wo ich hinlaufe. Klasse. Ach Mann, stirb doch einfach. So, da, deswegen hast du jetzt ein Fass ins Gesicht gekriegt, du Sack. Was hast du davon? Hallo. Ah, hier liegt noch Geld. Schön. Munition. Geld. Ein Film. So, hier ist es. Ich wusste doch, hier ist es irgendwo. Die Leiche hatten wir auch noch nicht durchsucht. Ah ja. Schön.
Dr. Souchong, ich bin von Ihrem Vorschlag schockiert. Wenn wir die Struktur der Plasmide, die wir vertreiben, wie Sie vorschlagen, so modifizieren, dass die User dadurch anfällig für mentale Manipulation durch Pheromone werden, wäre es uns ja möglich, die Aktivitäten aller Einwohner von Rapture zu steuern. Der freie Wille ist das Fundament, auf dem diese Stadt aufgebaut ist. Allein der Gedanke daran, dies aufzugeben, ist abscheulich. Andererseits befinden wir uns hier im Krieg. Ginge es nach Atlas und seinen Schergen, würden Sie uns nicht zu Sklaven machen, wenn Sie könnten. Und was wird dann aus dem freien Willen? Nun, radikale Zeiten erfordern radikale Maßnahmen. Das hätte ich auch behauptet. Nee, eigentlich nicht wirklich. Ja, ich weiß nicht. Der labert die ganze Zeit von Atlas wäre böse, Atlas labert, er wäre böse. Die Sache ist, wer ist jetzt wirklich der Böse, ne? Also ich weiß, dass er ja versucht hat, Atlas Familie da, oder er hat Atlas Frau und Kind gekillt. Also von dem her... Jo, rotz mal rein da. Jetzt hab ich die Bienen an mir, oder was? Geht mal weg. Was soll das? Hör mal auf, wie mache ich die weg? Mit Feuer wahrscheinlich? Geschütztürmchen, geh mal weg da. Also, nee, ich meine, nicht Geschütztürmchen, Drohne. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Das kennen wir doch schon. Man braucht immer mehr, Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Das machen wir. Wir behalten die Punkte noch, hätte ich gesagt. Wieso hat's mir das jetzt so umgestellt hier? Ach, jetzt hat's mir hier die Rage eingestellt. Da wollte ich ja eigentlich den Dings, aber da kann ich's ja auch ändern. Gib mal her das Insektenschwärmchen, genau. Aber ich hätte gesagt, wir. Nein. Mach den mal leer. Okay, mach ihn nicht leer. Mach mal Zorn da rein. Zorn. So, hier machen wir Bullseye rein. Hier machen wir Insektenschwarm rein. Zack. Schön. Bäh. Wie sieht das denn aus? Bienenstock. Leer. Na, das ist nicht so gut. Hör auf. Wie mache ich die weg? Ach, die hören mit der Zeit von alleine auf. Oder muss ich einfach laufen? Oder doch um mich schlagen? Hau bloß ab. Oh, hier hängen ja noch mehr. Sind die alle offen? Die sind alle offen, so wie es aussieht. Was war das? Oh, Pepriegel. Geile Sache. Honig, Honig, Honig. Was ist das? War das ein Big Daddy? Hör mir bloß auf, du. Rauchsteuerung benutzen. Ah ja, guck an. Ey, ich hab doch die Rauchsteuerung benutzt. Mensch, du Sack. Oder ihr Säcke eher. So, jetzt gebt mir mal Enzymprobe. Wo ist sie jetzt? Gib her das Zeug. Hey. Ups. Ich gehe mal wieder hier hoch. Oh, der Bienenschwamm macht ja guten Schaden. Ja, das ist nicht schlecht. Der gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Machen wir gerade nochmal Rauch an. Sind meine Bienen auch davon betroffen? Wahrscheinlich schon, ne? Bisschen blöd wahrscheinlich mit Bienen hier rumzuhantieren gerade. Stopp jetzt, du Wurst. Kriegst du eine auf den Deckel. So.
Oh. Ich schicke dir Bienen. Hey, du Sack. Jesus, was war das denn? Was war... Oh Gott, die Ding ist hochgegangen hier. Die Gasflasche. Jesus. Das hat ordentlich gerumst gerade. Menschenskinder, hat das gerumst. Wie viel habe ich denn jetzt? 4 von 7. Nicht hier noch rum. Splittergranaten. Ach, ihr Nervensägen, ihr Elenden. Nerv nicht. Geh mir nicht auf die Nerven, bitte. Was ist hier? Verbandskasten. Oh, Bienenstock vercheckt. Ich muss raus. Hier ist noch eine. Lass mich durch. Lass mich, geh weg. Oh Gott, oh Gott. Hey, 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 hey. So, weg mit dir. Sack. Oh, Nervensäge. Oder ihr Nervensägen wohl eher. Wir müssen uns noch ein bisschen hochheilen. Wieso kommen denn die auch die ganze Zeit hier reinspaziert? Was ist denn mit denen los? Ich muss jetzt gucken, ob ich hier was übersehen habe. Ah. Ja komm, ich kaufe noch mal ein bisschen ein. Habe ich hier vielleicht was vergessen? Was verschwitzt? Oder muss ich vielleicht in die andere Tür? Wir gehen jetzt mal gucken, ob ich noch in die andere... Da geht es nicht auf, oder wie? Okay. Ja, dann gehen wir danach gucken, ob ich vielleicht da in den anderen Raum noch rein muss. Oder ob das hier... Hier ist nur das Bienenhaus. 2 Enzyme fehlen mir. War ich so komplett verpennt? Hab da eigentlich gut gelootet, oder nicht? Hm. Wir gehen jetzt mal kurz gucken. Machen wir auf hier, oder auch nicht. So, jetzt. Wir gehen mal ganz schnell schauen, aber ich glaube nicht, dass man da... Lauf. Laber mich nicht zu, du Vogel. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Was liegt da so obvious rum? Da hängt eine blöde Kamera. Gehört mir. Hey, sag mal. Spinn ich jetzt? Spinn mal komplett. So, die Kamera gehört mir. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand in die Kamera rennt, krieg ich eine Wachdingenskirchen, die für mich kämpft. Hey, hey, hey. Du gehörst auch mir. Den hole ich mir noch, den Geschützturm. Ja, ich finde, das Hacken ist irgendwie lustig. Das Minispiel fürs Hacken finde ich auch sehr amüsant, aber es ist manchmal auch ein bisschen... stressig und tricky. Manchmal. Vor allem, wenn man schon Captain Obvious technisch 50 mal die richtige Röhre angeguckt hat und trotzdem die falsche auswählt, ne? Das kann ich am besten. So, zack, bumm, du gehörst mir. Nee, Alkohol will ich jetzt keinen trinken eigentlich, sonst verliere ich nur wieder mein Eve. Das Safe, den Safe, den Safe, den hacken wir auch. Wir probieren's. Das hat wahrscheinlich funktioniert, ich weiß nicht. Wird sich gleich zeigen. Runter. Hier lang. Rüber, rüber. Yes, das hat funktioniert. Geile Sache. Ja, schön. So muss das. Her mit dem Zeug. Fähiger Hacker. Gut, dass das mal irgendjemand bestätigt, weil ich wollte selber nicht glauben, dass ich das kann. So, Wasser haben wir 5 von... Ach, das war's Wasser. Stimmt, wir haben 5 von 7 destilliertes Wasser.